Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Laura. Boah, Führungslosigkeit bei der SPD. Wieso? Die haben doch Personal. Die haben doch da ohne Ende Personal. Ja, das ist ein ganzes Team, die da führen. Ja? Klingbeil, Esken und ein Generalsekretär, Kevin Kühnert. Geil, oder? Ja. Vom Team habe ich immer so im Hinterkopf beim Fußball oder so, sonst im Sport, dass sie alle zusammenarbeiten für den Ja, so Erfolg. ist das, wenn man Tore schießen will, ne? Aber ich habe da mehr den Eindruck, da arbeitet überhaupt keiner mit irgendjemandem zusammen. Hast du diesen, also die Auftritte von Kühnert und Klingbeil, die waren ja nur bescheiden. Das hat mich ja irritiert. Also nicht mal rhetorisch gut. Und die Saskia hat wenigstens eine Linie gehabt, wo es lang geht, ja. Also ich brauche kein Führungsteam, wenn die alle miteinander nicht führen können. Dann frage ich mich, was soll das überhaupt, ja? Ich meine, dieser Ja, die Linksbund. Problematik ist ja die, dass der gute Bundesbürger in Ermangelung tiefergreifender Kenntnisse der politischen und gesellschaftlichen Prozesse er dazu neigt, denjenigen am liebsten zuzuhören, die irgendwas Schönes erzählen Ja, oder aber das muss irgendwelche man. Forderungen erzählen und ungeachtet dessen, inwieweit die sinnvoll sind. Ja, von daher hat die SPD natürlich da ein Problem, ja, und die Grünen auch. Ja, ich find das eigentlich bescheiden, sage ich mal. Ich brauche niemanden, der jung und schön und undynamisch ist und den Leuten nicht sagt, um was es geht. Also ich finde schon, da gehört ein bisschen mehr dazu. Und da muss man auch nicht schön reden, sondern da wäre es vielleicht mal Sinn, Tachles zu reden. Aber gut. Der von dir stets nicht ganz zu Unrecht kritisierte Herr Nuripur aus Frankfurt Ja. hat das gestern gemacht. Der hat sehr deutlich gemacht, dass alles das, was momentan von der CDU im Stundentakt kommt, alle 4 Stunden ein neuer Vorschlag, Ja. der überhaupt sich nicht orientiert an irgendwelchen Rechten, Ja. dass das Unsinn ist. Er macht das sehr deutlich und er benennt auch die Leute, die das, die da nach vorne preschen, in die Kameras grinsen. Das erwarte ich von unseren Leuten auch. Ich Ja, habe also vor ich finde. Vorschlag gemacht, jeder Minister, der in seinem Ressort irgendetwas hat, was jetzt ansteht, Ja. aktuell oder in den nächsten Tagen, der hat jeden Tag um 9 Uhr oder wegen mir auch schon um 8 Uhr oder um 7 Uhr aufzutreten und hat das deutlich zu machen, worum es Ja. sich da handelt. Ja. Und hat auch zu replizieren, was die blöde Opposition, also insbesondere, ja, Ja, okay, ja, ja, ihr ja. kennt die alle, ja, da an Unsinn erzählen und warum es Ja. Unsinn ist. Und wenn Also der ich Herr finde, Rudi, Minister unterwegs ist, dann kommt der Staatssekretär, ja. ich finde es wirklich peinlich, dass man nicht in der Lage ist, eine koordinierte Kommunikation hinzubekommen. Wenn man es nicht kann, dann braucht man vielleicht ein Propagandaministerium. Nee, Entschuldigung, wollte ich nicht gesagt haben. Aber die hatten das früher schon mal, ja. Und vielleicht ist es einfach einfacher, soziale Medien zu koordinieren und dann ab und zu mal einen Vorschlag zu machen, was alle miteinander am selben Tag für ein Thema haben, wo es hingeht. Wollen Ja. die aber anscheinend nicht. Wir haben ja konkrete Vorschläge schon oft genug gemacht. Mir ist es zwischenzeitlich egal. Ich ärgere mich aber über so viel Ignoranz und so viel Unfähigkeit. Auch über 12.000 Leute, die in den sozialen Medien über institutionalisierte Ortsvereine unterwegs sind, dass die nicht mal ein Angebot bekommen, was kommunikativ funktionieren soll. Ich Ja, von bin. wegen Propagandaministerium. Wir haben ja einen Propagandaminister, sitzen direkt beim Kanzler. Der könnte es koordinieren. Der könnte es mit der Fraktion koordinieren, mit der Partei selbst und, Wen ja. meinst du? Wen Aber meinst du? ich weiß den Namen, wie hieß er noch? Der früher Ach. hieß er Stefan Seibert. Ja, genau, an den kann ich mich noch erinnern, an den Seibert. Das war doch dieser Ja. ehemalige ZDF-Moderator, der dann von der Merkel eingekauft wurde. Ja, genau. Also an den erinnert man sich. Und wie heißt der aktuelle? Ja, keine Ahnung. Also Louis Klamroth, montags um 9 ist es nicht. Nee, nee, nee. Also, aber gut, können wir auch abhaken. Also, es ist Ja, einfach. haken wir ab, aber da wäre es sinnvoll, Ja. mal Ein bisschen koordiniert. was, genau. Ja, und die Thüringer, ich frage mich wirklich, also jetzt vorauseilende Koalitionsangebote zu machen, wie gestern, das schon so über den Ticker rausging, das erinnert mich schon ein bisschen an
fatale, vorauseilende Gehorsame in anderen Zusammenhängen. Ich wüsste nicht, warum die SPD sich jetzt exponieren sollte mit irgendwelchen Angeboten, die staatstragend sind, und warum man jetzt hier unbedingt mit der CDU koalieren sollte. Am besten noch sein Gesicht verlieren bei der Gelegenheit. Geht ja mal gar nicht. Also, wo bleiben denn unsere Genossinnen und Genossen, die kleinen Leute fort? Ja, und da wir jetzt die 5 Minuten schon mal um haben, ist Zeit für einen Werbeblock. Unsere Genossinnen und Genossen, wenn die uns hier gerne mal haben möchten, also nicht, ihr könnt uns gern haben, dann sollten Sie einfach mal uns abonnieren. Wir sind ja täglich auf dem Ticker, häufiger als die Bundesregierung und alle Ministerien Ja, zusammen. allerdings. Es mag nicht jedermann passen, was wir erzählen, aber schnottrig manchmal und vielleicht auch neben der Sache für den anderen ein klein wenig zu rechtsradikal. Es ist ja alles drin in der Meinungsbreite von denen, die uns da. Aber Genau. abonniert uns, verbreitet das. Wir sind Ja. ein Kanal, der täglich in kürzester Zeit die Themen anschnackt und wir haben ja auch Genau. Facebook-Seiten hinter uns. Also einfach mal machen und vielleicht kriegen wir eine Vernetzung hin, ohne das Willy Brandt-Haus, ohne Einfach mal das Kanzleramt. umformulieren. Ja. Also thematisch ist der Werbeblock jetzt vorbei. Ich will nochmal zurückkommen auf die gewählten Parteien AfD und BSW, die ja satt im Saft stehen in Thüringen und in Sachsen. Also ich finde, Länder, die so gewählt haben, sollten auch von diesen beiden Parteien regiert werden. Punkt. Ja, und Also ach, hier sieht ist das ein Hufeisen? das ist ein Hufeisen, ein islamisches. Hier sind die blauen ewigen Augen da drin, die also auf einen aufpassen. Also Ja. das Hufeisen wird ja nicht funktionieren, komischerweise. Ja. Plötzlich klappt es nicht, dass die Mehrheit, die gesagt haben, sie hätten ja die Mehrheit errungen, dass sie nicht 30 bereit sind, Prozent, die miteinander Mehrheit. eine Koalition einzugehen. Ja, wieso eigentlich nicht? Die haben doch die Mehrheit. Und sie sind Genau. beide populistisch. Genau. Und der Sarah Wagenknecht, die alte Stalinistin, die das jetzt abgelegt hat, weil es besser klingt, es nicht zu sein. Ja. Ja, sorry, die muss doch mit den anderen können jetzt, ja? Ich finde auch, die sollen jetzt mal loslegen mit dieser Geschichte. Dann ist ja heute auch noch mal durch die Presse gegeistert, die BRICS-Staaten. Also man drängt an die Macht, man trifft sich, man verabredet sich. Südafrika übernimmt auch mal eine Führungsrolle, man trifft sich mit China. Das wäre ja auch nochmal ein Thema, wo wir uns inhaltlich mit auseinandersetzen könnten. Was bedeutet denn BRICS, ja, wenn das funktioniert? Das sind mehr als 3,4 Milliarden Menschen, die dort repräsentiert werden. Ja. Da bleibt einem nur Na übrig zu ja, gehen. okay. Die Armen dieser Welt, die sich versammelt haben in manchen dieser Länder, Südafrika zum Beispiel oder Brasilien oder wie auch immer, die fühlen sich da sicher nicht so kompletto vertreten, außer dass sie sich freuen können, zu den BRICS-Staaten zu gehören und deshalb zur Mehrheit der Weltgemeinschaft. Das ist auch das Einzige. Und Russland ist ja auch noch immer mit dabei. Also mir Ja, ja, graut ja. Nein, nein, nein. mir graut davor, ja. Das ist ja diskussionswürdig. Also auch Venezuela als lupenreine Demokratie zu betrachten, ist sicherlich genauso verkehrt wie bei jedem, der als Präsidentschaftskandidat dort aufsteht, zu rufen, er ist der neue Präsident. Also man muss sich wirklich mit den Venezuelanern mal auseinandersetzen, ja, und mit der Situation. Das bleibt nicht aus, ja. Aber Und was das wollen Sie sind, denn von uns? Was wollen Sie denn von uns? ja. Sie wollen Wiedergutmachung für die gesamte Zeit des Kolonialismus. Ja, das So sind ganz also. Unrecht haben Sie erstmal eigentlich nicht. Andererseits hatten Sie auch schon mit all den Geldern, die dorthin geflossen sind und die in den Säcken von irgendwelchen dann künftigen Milliardären verschwunden sind, genügend Zeit und Mittel aufzuräumen in Ihren Ländern. Südafrika ist runtergewirtschaftet worden von denen, die gemeint haben, sie es besser können. Also Ja. die Chinesen kriegen es nur hin, indem sie ihre eigene Bevölkerung 24 Stunden am Tag vollständig überwachen. In Venezuela, der Maduro meuchelt demnächst die gesamte Opposition hin. Und. Also, nö. Also. Naja, wir müssen das diskutieren. Ich glaube auch nicht, dass der Maduro so schlimm wird, wie er immer gemacht wird. Also wenn er das tun würde, seine Opposition meucheln, dann hätte er es schon getan. Er hat in den letzten 5 Jahren schon Zeit gehabt. Aber man muss da Ja. anders mit umgehen. Man muss da wirklich anders mit umgehen. Ja. Er muss ja auch zu, nein, auch der Maduro muss zusehen, dass er
innerhalb der Weltgemeinschaft noch eine Position Ja, hat. ja. Venezuela ist ja nun kein kleiner Player. Und Weil er muss da vorsichtig sein. Also er wird erst dann anfangen zu meucheln und dann vielleicht auch in Art in russischer Manier, wenn er gar nicht mehr anders kann. Ach, Ne? lassen Sie es wie ein Flugzeugabsturz aussehen. Nee, das hatten wir ja gerade bei diesem egal, der Typ ist tot. Ja, was sind denn unsere Pläne, Rudi? Ja, unsere Pläne sind zu gucken, was macht die SPD dann heute im Laufe des Tages und wie können wir uns dazu morgen positionieren. Ich glaube, so machen wir das.